So, meine lieben Zuschauer, Ding Dong, es ist 10.30 Uhr und die News sorgen für ihr entsprechendes Momentum. Wir haben ja angekündigt, dass wir hier das britische Pfund unter die Lupe nehmen und wir sehen jetzt hier Bewegungen zu den News, die denn hier anstanden. Wir hatten das beim JFT-Devisenradar besprochen. Wir sehen jetzt hier links britisch Pfund US-Dollar, rechts Euro-Britisch Pfund. Zudem gibt es auch gleich nochmal einen schriftlichen Check, wenngleich sich hier das mögliche Pattern durchaus negativ auflöst. Aber wir wollen erstmal hier den oder das Kabel genau unter die Lupe nehmen. Wir sehen hier neues Tageshoch. Das sieht gut aus. Und insofern werden die News positiv vom Markt aufgenommen. In der ersten Reaktion zumindest. Denn wir sehen hier auch das Vortageshoch, einen kleinen Widerstandsbereich in diesem Level, neben dem, dass wir hier die Asia-Range noch hatten, beziehungsweise innerhalb dieser Verwalten am Vortageshoch gescheitert sind, ist es jetzt wichtig, und das war der Punkt, den wir ja auch im heutigen Devisenradar angesprochen hatten, ist es wichtig, dass das Paar jetzt hier, wenn es denn weiter nach oben will, eben auch ausbricht und den Fake hier, diesen Fake-Ausbruch relativiert sozusagen. Und das sieht nach gegenwärtiger Einschätzung ganz gut aus. Wir machen neue Tageshochs. Im Schnitt bewegt sich das Paar mit Blick auf die letzten 14 Tage im Bereich 160 Pips. Ich hoffe, Sie können es einigermaßen sehen. Wir sind hier im Bereich 67 Pips, also gute 90 bis 100 Pips kann das Kabel hier noch nach oben laufen. Und beflügelt durch die News ist das auch durchaus denkbar. Hier oben wäre dann praktisch das maximale rein theoretische Hoch, wenn es denn hier wirklich zu so einer enormen Bewegung kommt, die dann das Paar eben hier in den Bereich 1,5820 führen könnte. Tatsache ist, dass es wichtig ist, dass wir uns jetzt hier oberhalb des gestrigen Hochs bei 1,5710 etablieren können. Die News selber sind hier leicht besser ausgefallen. Die Arbeitslosenbezieher sind geringer, der Durchschnittsverdienst ist gestiegen und die Arbeitslosenquote selbst liegt im Rahmen der Erwartung. Also was will man sagen? Gute Nachrichten, und das britische Pfund reagiert entsprechend darauf. Also beziehungsweise das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Die British Pound Pairs ziehen ja generell nach oben. Was macht der Euro gegenüber dem britischen Pfund? Der zeigt sich hier ein Stück weit angeschlagen. Hier im 15-Minuten-Chart, just mit neuem Tagestief. Wir sehen es aktuell 47 Pips nach unten gelaufen. Im Schnitt 81 Pips haben wir hier zu erwarten. Was ist hier angesagt? Ja, sieht so aus. Im der Reaktion, dass das britische Pfund hochgejubelt wird, dass der Euro hier unter Druck gerät. Der Euro ja ohnehin heute nicht ganz so stark, nur marginal im Gewinn, um genau zu sein 0,06%. Das ist so gut wie gar nichts. Wir sind auch hier näher an den Tagestiefs dran als an den Tageshochs. Summa summarum hier eine Entwicklung, die hier zu bedenken gibt, und das führt eben hier beim Euro gegenüber dem britischen Pfund dazu, dass wir hier durchaus jetzt noch Spielraum nach unten haben. Vor Monatstief wartet hier bei 0,7117, um danach hier das Level von roundabout 0,71 anzusteuern. Also definitiv ein Schmankerl dahingehend und auch durchaus umsetzbar, dass hier das Währungspaar entsprechend nach unten trudelt. Wichtig eben jetzt hier, dass es dahingehend keine Umkehrimpulse gibt, aber danach sieht es für meinen Geschmack jetzt aktuell nicht aus. Es deutet sich hier eher eine weitere Schwäche an. Wollen noch mal sehen, bis wohin es noch führt. Wie gesagt, die News, wie gesagt, relativ deutlich, relativ klar, und insofern eigentlich hier nichts weiter zu kommentieren. Und der Weg nimmt seinen Lauf. Ich hoffe, Sie haben sich, wenn Sie sich denn hier auf die News-Seite gestellt haben, entsprechend positioniert. Die Chancen in Sachen dessen, dass die Range eingeschränkt war, war auf jeden Fall gegeben, dass wir nach oben laufen, beziehungsweise ein Stück weit Momentum aufbauen. Und das ist geschehen. Jetzt war es dann im Prinzip doch nichts mit einem möglichen Rücksetzer, um hier beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar nochmal günstiger in die Bewegung reinzukommen. Vielmehr sieht es jetzt eben so aus, als würde gerade das Kabel weiter nach oben anziehen wollen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es da gewesen zum kurzen Blick beim oder auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Wir schauen uns gleich dann nochmal den DAX in einer separaten Sendung an. Wenn Sie mögen, bleiben Sie auf dem Desk. Dürfte gegen 11 Uhr starten. Dann schauen wir uns eben den DAX an und die möglichen Tendenzen, die dieser noch aufweist. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ihr Christian Kämmerer, und tschüss.